Herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus von Hauschelmann. Ich arbeite für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer hier im Nationalparkzentrum Multima Watt Forum. Und ich möchte Sie einladen, mit mir einen Gang durch die Ausstellung zu machen. Herzlich willkommen auch aus dem Nationalparkzentrum Multima Watt Forum. Wir sind das Schaufenster für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Der Nationalpark ist an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, ist ungefähr 4.300 Quadratkilometer groß und ist Teil des Weltnaturerbes Wattenmeer. Dieses Weltnaturerbe beinhaltet die ganzen Wattenmeergebiete der Nordseeküste von den Niederlanden über Niedersachsen, das Hamburgische Wattenmeer und dann neben dem schleswig-holsteinischen auch noch dem dänischen Wattenmeer. Insgesamt ungefähr 11.500 Quadratkilometer. Wir sind eine Erlebnisausstellung und wir haben viele Aquarien zu verschiedenen Lebensräumen der Nordsee und des Wattenmeers. Folgen Sie mir einfach durch die Ausstellung. Der Lebensraum, den wir alle mit dem Begriff Watt verbinden, das sind die Tidebereiche vor der Küste. Das, was während Niedrigwasser oder während Ebbe trocken fällt. In diesem Becken haben wir dieses einmal nachgebaut. Jetzt haben wir gerade Hochwasser. Das heißt, Wasser bedeckt die obersten Schichten des Bodens auch. Zu Anfang denkt man, hier ist gar nichts los. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass sich Schollen und Flundern optimal in dem Sand verstecken, nur ihre Augen schauen heraus und warten auf Nahrung, die vorbeikommt. Und jetzt gehen wir ins tiefere Wasser. Miesmuschelbänke sind ein besonderer Lebensraum im Wattenmeer. Dort finden wir eine der häufigeren Muschelarten, die Miesmuschel, in großen zusammenhängenden Verbänden auf dem Meeresboden. Anders als das viele andere Muscheln tun. Miesmuscheln bilden ein Konglomerat aus harten Muschelschalen, dazwischen kleinen Höhlen und Versteckmöglichkeiten und eigenem Nahrungsangebot, sodass sich dort viele andere Tiere auch gerne ansiedeln. Wir sprechen da von einem ökologischen Hotspot oder einem Bereich, wo einfach viel los ist. Wenn man hinter mich ins Becken guckt, dann sieht man, dass dort viele Fische sind, die auch dieses Nahrungsangebot und dieses Lebensangebot um die Miesmuschelbank gerne nutzen. Das Wattenmeer ist Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Manche kommen wirklich nur hier vor. Es leben aber auch am Wattenmeer und mit dem Wattenmeer viele Menschen. Wir Menschen sind ziemlich direkt betroffen auch durch den Klimawandel oder die Veränderungen, die damit einhergehen. Das möchte ich Ihnen zeigen an einer der nächsten Wände. Seit Menschen hier in der Wattenmeerregion siedeln, mussten sie sich mit den Wasserständen, mit Sturmfluten und Ähnlichem auseinandersetzen. In den großen Sturmfluten des Mittelalters sind viele Menschen gestorben, ganze Ortschaften sind verloren gegangen. In Zukunft wird es aber nicht mehr ausreichen, höhere Deiche zu bauen. Der Meeresspiegelanstieg wird so stark kommen, dass wir grundsätzlich neu denken müssen. Dieses betrifft nicht nur das Leben für die Menschen, sondern natürlich auch den gesamten Lebensraum des Wattenmeers, Salzwiesen, Inseln und die flachen Sände. Weiter geht's gleich unten in den Becken zur tiefen Nordsee. Dazu geht's ins Untergeschoss. So, hallo hier unten im Untergeschoss des Multima Watt Forums. Hier dreht es sich um Fischerei anhand der Becken, mit denen wir Lebensräume aus der tiefen Nordsee darstellen. Fischerei ist ein Thema, was natürlich nicht nur die Küstenbewohner betrifft, sondern eigentlich alle Menschen.
Fischerei, gerade in der Hochsee, ist ein Bereich, der zu starken Schädigungen führt. Wir wissen, dass viel gefischt wird. Wir wissen, dass zu viel gefischt wird. Und wir wissen, dass es unbedingt zu Lösungen dieser Probleme kommen muss. In diesem Untergeschoss gibt es auch die Ausstellung zum Wal. Den bitte ich Sie, sich aber dann selbst anzuschauen bei Ihrem nächsten Besuch. Das wäre ein extra Thema und ich glaube, das würde den Rahmen heute sprengen. Folgen Sie mir jetzt zum Großaquarium, dem größten unserer Becken hier im Multima Watt Forum. Ah, da sind wir wieder. Wir sind jetzt vor dem größten Becken hier im Multima Watt Forum. 250.000 Liter Nordseewasser hinter einer 6x6 Meter großen Scheibe. Hier möchten wir Tiere darstellen, die groß sind, die sich dort frei bewegen und die sich dort auch in den unterschiedlichen Tiefen des Wassers einnischen. Wir haben Tiere, die auf dem Boden leben, wie die Steinbutz, die Rochen und ähnliche. Wir haben Tiere, die eher im freien Wasser etwas über dem Boden sind. Und wir haben dann andere Fische, die wirklich deutlich höher schwimmen. Wir haben hier den Pollack, wir haben hier den Seelachs, die Dorsche. Und wenn Sie genau hinschauen, dann werden Sie auch eine Meerforelle entdecken. Es ist schön, dass Sie hier sind und mit mir diesen kleinen Gang durch die Ausstellung gemacht haben. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ich freue mich auf die Zeit, wo wir uns dann wieder von Person zu Person sehen und wo wir Ihnen dann auch die Ausstellung persönlich nahebringen können. Haben Sie es gut!